Wenn du gewerblich tätig bist, musst du einmal im Jahr eine ganze Reihe von Steuererklärungen abgeben. Und zwar erstens die Gewerbesteuererklärung. Sagt der Name ja fast. Zweitens die Umsatzsteuererklärung und drittens, wie fast alle von uns, die Einkommensteuererklärung. Und in dieser Einkommensteuererklärung musst du einmal die ganzen Anlagen und Hauptvordruck und so weiter ausfüllen, wie alle anderen auch. Aber du musst auch die Anlage G ausfüllen. G steht für Gewerbebetrieb. Unter Umständen musst du dann zusätzlich auch noch die Anlage EÜR ausfüllen. Das heißt, das sind die Anlagen, die für dich als Gewerbetreibender relevant sind. Und in diesem Video schauen wir uns mal die Anlage G etwas genauer an. Und das machen wir, indem ich dich einfach mal mitnehme auf meinen Bildschirm und wir bei Elster Online einfach Feld nach Feld gemeinsam besprechen. Doch bevor wir damit anfangen, ganz kleiner Hinweis. Und zwar habe ich einen Chatbot, einen künstliche Intelligenz-Chatbot gebaut namens ElsterGPT. ElsterGPT ist dir in der Lage, dabei zu helfen, Elster Online zu verstehen und beantwortet deine Fragen, wo du was eintragen musst, Beispiele zu geben und so weiter. ElsterGPT ist kostenlos und du findest ElsterGPT bei ChatGPT. Das heißt, wenn du einen ChatGPT-Account hast, dann kannst du einfach mal nach ElsterGPT suchen und ElsterGPT deine Fragen stellen, wenn ich die Frage nicht in diesem Video beantwortet haben sollte. Und mit diesen einführenden Worten wechsle ich einmal auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns hier im Dashboard von Elster Online und auf der linken Seite unter Formulare und Leistungen finden wir einmal alle Formulare und unter allen Formularen bei der Einkommensteuer finden wir die Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige. Und die Anlage G ist ein Teil dieser Einkommensteuererklärung. Wir wählen einmal das Ja aus und dann ohne Datenübernahme und wir überspringen mal den Anlageassistenten, weil wir schon genau wissen, was wir ausfüllen wollen und zwar die Anlage G. Und die findet man unter Selbstständige und Unternehmer, denn genau das sind wir, wenn wir einen Gewerbebetrieb haben und wir setzen hier einmal den Haken und gehen auf Weiter. Und dann sehen wir das, ich würde mal sagen, typische Elster Online Interface. Hier oben sehen wir, wir müssen jetzt erst das eingeben, dann können wir das Ganze nochmal überprüfen und dann direkt an das Finanzamt versenden. Und hier auf der linken Seite sehen wir wie immer die Struktur. Und zwar haben wir jetzt gerade ausgewählt den Hauptvordruck, die Anlage Vorsorgeaufwand, einfach weil das die Anlagen oder die Teile der Einkommensteuererklärung sind, die immer ausgefüllt werden müssen und die Anlage G. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und deswegen klicken wir da drauf. Natürlich kann es in einer Ehe vorkommen, dass entweder du oder dein Ehepartner gewerblich tätig ist und das musst du hier jeweils auswählen, für wen machst du eigentlich die Steuererklärung. Wenn du nicht verheiratet bist, ist auch relativ einfach, dann klickst du einfach hier vorne auf steuerpflichtige Person, einmal auf das Plus und dann öffnet sich die Anlage G. Und dann sehen wir hier relativ untypisch vier Steuererklärungen und zwar ein relativ übersichtliches Formular und zwar vier Bereiche müssen wir ausfüllen. Hier oben steht aber noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar musst du deinen Gewinn ermitteln. Und zwar außerhalb der Anlage G. Das heißt, du musst eine Gewinnermittlung machen. Und das machst du als Gewerbetreibender entweder mit der Einnahmenüberschussrechnung. Die kannst du immer dann machen, wenn dein Umsatz unter 800.000 Euro liegt und dein Gewinn unter 80.000 Euro. Sobald du eine der beiden Grenzen überschreitest, musst du eine Bilanz mit einer Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Und das musst du für deine Buchhaltung machen. Das musst du aber auch machen, bevor du hier jetzt die Anlage G ausfüllst. Und diese Gewinnermittlung musst du natürlich auch an das Finanzamt übermitteln. Aber gehen wir an dieser Stelle einmal davon aus, dass wir das Ganze schon erledigt haben. Das heißt, wir machen hier weiter in der Anlage G, klicken einfach auf die nächste Seite und kommen damit so in den ersten Bereich. Und der erste Bereich und das erste Feld ist relativ selbsterklärend. Da musst du nämlich den Gewinn als Einzelunternehmer eintragen. Das heißt, hier beschreibst du einfach genau, was machst du. Zum Beispiel Onlinehandel von Nahrungsergänzungsmitteln, von Schuhlöffeln, wie auch immer. Und hier trägst du den Gewinn ein, den du ermittelt hast mit deiner Einnahmenüberschussrechnung oder mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, darauf solltest du natürlich auch achten, dass hier genau jetzt der Gewinn steht, also der Betrag steht, den du auch in deiner Gewinnermittlung berechnet hast. Sonst wird das Finanzamt sich sofort bei dir melden und sich beschweren, warum das Ganze nicht zusammenpasst. Es kann natürlich auch sein, dass du mehrere Selbstständigkeiten hast und wenn das so ist, dann kannst du hier weitere Betriebe einfügen. Das ist relativ selbsterklärend und du musst auch nicht mehr ausfüllen als einfach nur den Namen plus den Gewinn bzw. Verlust. Wenn du hier einen Verlust gemacht hast, was ja auch sein kann, dann trägst du hier einfach die Zahl mit einem Minuszeichen davor ein. Also du kannst hier auch einfach minus 10.000 Euro eintragen für einen Verlust von 10.000 Euro. Das solltest du auch machen, weil du Verluste aus deiner Selbstständigkeit verrechnen kannst mit Einkünften aus anderen Quellen. Deswegen ist tatsächlich so ein Verlust zwar erstmal blöd, wenn man ihn hat, aber in der Steuererklärung machen Verluste eigentlich schon Spaß, weil das immer dazu führt, dass man weniger Steuern bezahlen muss. Es kann ein Szenario geben,
dass deine Selbstständigkeit nicht da ihren Sitz hat, wo du wohnst. Das heißt, du hast einen Wohnsitz und einen Betriebssitz. Und wenn das in unterschiedlichen Gemeinden ist oder anders gesagt, wenn unterschiedliche Finanzämter dafür zuständig sind, dann kann es sein, dass du zwei unterschiedliche Steuernummern hast. Und zwar einmal deine Wohnsitzsteuernummer und einmal deine Betriebssitzsteuernummer. Und die Betriebssitzsteuernummer muss, wie der Name eigentlich schon sagt, da musst du alles hinschicken, was für deinen Betrieb relevant ist. Also deine Gewerbesteuer, deine Umsatzsteuer, deine Gewinnermittlung. Und dann bekommst du von dem Betriebssitzfinanzamt einen Bescheid, eine gesonderte Feststellung deines Ergebnisses aus gewerblicher Tätigkeit, beispielsweise 50.000 Euro. Und dann bekommst du einen Bescheid von diesem Betriebssitzfinanzamt und diesen Bescheid nimmst du und trägst diese Zahl dann hier ein. Also Gewinn laut gesonderter Feststellung trägst du dann hier jeweils die Daten ein, aus welchem Finanzamt das kommt, was du da genau gemacht hast. Und dann kannst du über diesem Wege quasi den Gewinn aus Gewerbebetrieb aus anderen Gemeinden eintragen. Und wenn du einfach nur da wohnst, wo du arbeitest, dann kannst du dieses ganze Feld einfach ignorieren und auslassen. Das hast du faktisch einfach nur, wenn dein Betriebssitz woanders ist, als du wohnst. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, alleine sich selbstständig zu machen, sondern auch Beteiligungen an Gesellschaften, Personengesellschaften beispielsweise. Wenn du mit ein paar Freunden gegründet hast, zum Beispiel so eine GbR, dann macht ihr eure laufende Buchhaltung und so weiter mit dieser GbR. Und dann ermittelt ihr irgendwann auch einen Gewinn mit einer Einnahmenüberschussrechnung oder einer Bilanz und einer Gewinnverlustrechnung und dann kommt ein Ergebnis bei raus. Zum Beispiel 90.000 Euro. Und wenn ihr dann eine GbR seid mit drei Personen, 90.000 Euro Gewinn, dann gehört ja jedem von euch 30.000 Euro als Gewinn. Und diesen Gewinnanteil musst du dann in deiner eigenen persönlichen Einkommensteuererklärung angeben und versteuern. Und das machst du genau an dieser Stelle bei Gewinn als Mitunternehmer. Hier kannst du auch Daten eintragen, und zwar um welche Gesellschaft handelt es sich, also die GbR beispielsweise, welches Finanzamt ist für diese GbR zuständig, einmal das Bundesland, die Steuernummer der GbR, das Finanzamt wird automatisch ausgefüllt und dann trägst du hier den Gewinnbetrag ein, der auf dich entfällt. Und darüber fließt dann quasi ja dein Gewinnanteil aus so einer GbR beispielsweise ein in deine persönliche Einkommensteuererklärung. Und dann haben wir im nächsten Feld den sogenannten Gewinn als Mitunternehmer in Fällen von geringer Bedeutung. Klingt wahnsinnig hochtrabend. Was bedeutet das? Wir bleiben beim Beispiel mit der GbR von eben. Aber mit der Einschränkung, du hast eine GbR mit einer anderen Person, und zwar deinem Ehepartner. Und mit diesem Ehepartner machst du sowieso zusammen eine Steuererklärung. Das heißt, ihr habt eine Gesellschaft, ermittelt da einen Gewinn und verteilt dann diesen Gewinn jeweils hälftig auf eure Steuererklärung. Aber es ist ja nur eine Steuererklärung, weil ihr eine zusammenveranlagte Einkommensteuererklärung macht. Das heißt, dieses ganze Aufteilen und Separieren ergibt ehrlicherweise überhaupt gar keinen Sinn, wenn das am Ende sowieso in die gleiche Steuererklärung fließt. Und genau dieses Beispiel ist der Gewinn aus Mitunternehmer in Fällen von geringer Bedeutung. Steht hier unten auch Ehegemeinschaft. Das heißt, wenn du mit deinem Ehepartner zusammen eine Gesellschaft habt, dann müsst ihr ja das nicht machen, dass ihr als Gesellschaft das nochmal macht und so weiter. Dann tragt ihr hier einfach eure Einkünfte, euren jeweiligen Gewinnanteil aus dieser Gesellschaft ein. Und dann gibt es im nächsten Bereich etwas, das wird auf die meisten von euch wahrscheinlich nicht zutreffen. Und zwar geht es hier um § 15b Einkommensteuergesetz. Da geht es um sogenannte Steuerstundungsmodelle. Das möchte ich hier jetzt nicht so groß aufmachen, das ganze Thema. Das wird auf die allermeisten von euch nicht zutreffen. Und ich gehe davon aus, auf diejenigen, auf die es zutrifft, die werden wahrscheinlich einen Steuerberater haben und ja, dann wirst du dieses Video nicht schauen. Aber wenn du dazu Fragen haben solltest, zu diesen Steuerstundungsmodellen und generell § 15b Einkommensteuergesetz, dann schreib mir gern einen Kommentar und dann kann ich dir gern im Kommentarbereich weiterhelfen. Ansonsten hier nur die wichtige Info, wenn du weißt, dass § 15b Einkommensteuergesetz für dich Relevanz hat, dann trägst du die Zahl jeweils hier ein und dann musst du hier unten noch weitere Angaben machen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch eine ganze Reihe an Detailangaben. Hier geht es zum Beispiel um das Teileinkünfteverfahren und so weiter und um Verpachtung, Betriebe und so weiter. Das heißt, es ist schon was sehr Spezifisches. Vielleicht ganz kurz Teileinkünfteverfahren. Wenn du im Betriebsvermögen, also im Betriebsvermögen deines Gewerbebetriebes Beteiligungen hältst und die nicht privat hältst, dann gilt für diese Einkünfte, also die Einnahmen unter Umständen, das Teileinkünfteverfahren. Wenn du solche Konstellationen hast, dann weißt du hoffentlich, dass du in einem Setup dessen, was du da gemacht hast. Und dann musst du das halt jeweils hier eintragen. Wie gesagt, wenn es dazu Detailfragen gibt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich das Ganze hier überspringen, weil es wahrscheinlich auf die meisten von euch nicht zutrifft. Was wiederum für ein paar mehr Leute von euch relevant sein könnte oder sollte, sind die Begünstigungen nach § 34a Einkommensteuergesetz. Und zwar immer dann, wenn du an einer Personengesellschaft beteiligt bist. Denn unter bestimmten Voraussetzungen hast du eine Steuererleichterung, wenn du bei einer Personengesellschaft das
Kapital nicht ausschüttest. Du hast ja grundsätzlich, wenn du einen Gewinn mit einer Personengesellschaft erwirtschaftest, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du schüttest den Gewinn aus an alle Gesellschafter und dann bekommt jeder so seinen Gewinnanteil auf sein Konto gutgeschrieben. Die zweite Möglichkeit ist, du behältst das Geld auf dem Geschäftskonto oder ihr als Gesellschaft behaltet das Geld auf dem Geschäftskonto und schüttet dieses Geld nicht aus. Das heißt thesaurieren. Und tatsächlich ist das steuerlich begünstigt. Das heißt, ihr könnt Steuern sparen, wenn ihr das Geld nicht ausschüttet, sondern im Unternehmen behaltet, bei Personengesellschaften. Und immer wenn das für dich zutrifft, dann musst du die sogenannte Anlage 34a ausfüllen. Und hier an dieser Stelle musst du nur einmal angeben, du hast das Ganze und du gibst zu deiner Einkommensteuererklärung nicht nur die Anlage G ab, sondern auch die Anlage 34a. Und hier schreibst du einfach nur rein, wie viele dieser Anlagen du einreichen möchtest. Das ist aber ganz wichtig und das ist für dich, wenn du Gesellschafter an einer Personengesellschaft bist, natürlich auch ein wichtiges Thema. Und damit haben wir den ersten Bereich abgeschlossen und wir gehen zum zweiten Bereich, der für ganz, ganz viele Gewerbetreibende absolut wichtig ist. Und zwar geht es im zweiten Bereich um die zusätzlichen Angaben bei Steuerermäßigung nach § 35 Einkommensteuergesetz. Und Steuerermäßigung klingt sowieso schon grundsätzlich erstmal wichtig, aber du hast als Gewerbetreibender im Vergleich zu Freiberuflern ja einen ganz zentralen Nachteil. Und zwar müssen Freiberufler Einkommensteuer zahlen und Umsatzsteuer zahlen. Und du als Gewerbetreibender zahlst Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Du zahlst eine komplette Steuerart mehr. Und das klingt ja erstmal wahnsinnig ungerecht. Und wäre es auch, wenn es diesen Bereich nicht geben würde. Denn du kannst zumindest in relativ umfangreichen Rahmen die gezahlte Gewerbesteuer in deine Einkommensteuererklärung anrechnen. Aber natürlich musst du das auch irgendwie in deiner Einkommensteuererklärung ja erklären und angeben und das Finanzamt darauf aufmerksam machen, dass du bitte diese Steuerermäßigung haben möchtest. Und das machst du genau hier. Hier trägst du die Daten ein, damit du quasi, ja, ich würde sagen, umgangssprachlich, rechtlich nicht 100%ig sauber, damit du die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen kannst. Das machst du genau hier. Und das machst du natürlich für alle Arten und Weisen deiner gewerblichen Einkünfte. Also du alleine als Einzelunternehmen, als Gewerbebetrieb, du als Mitgesellschafter und so weiter. Deswegen hast du hier ein paar mehr Eintragungsmöglichkeiten. Die sehen aber alle relativ ähnlich aus und deswegen gucken wir uns einfach mal ein Beispiel ganz konkret an. Und zwar schreibst du hier erstmal die Zeile rein von deinem Gewerbebetrieb. Und zwar hast du hier ja im ersten Bereich unter Gewinn zum Beispiel hier eingetragen dein Gewerbebetrieb und beispielsweise 100.000 Euro Gewinn. Das heißt, du hast in Zeile 4 deinen Gewerbebetrieb eingetragen und dann gehen wir mal in den zweiten Bereich wieder rein. Dann schreibst du hier Zeile 4. Dann hast du einen Gewerbeertrag, den rundest du ab auf volle 100 Euro. Dann hast du einen Freibetrag als Einzelunternehmen, also als Gewerbetreibender in der Rechtsform des Einzelunternehmens, hast du einen Freibetrag von 24.500 Euro und du hast dann einen Gewerbesteuermessbetrag. Und diesen Gewerbesteuermessbetrag, der steht auf deinem Bescheid, den du bekommen hast, über den Gewerbesteuermessbetrag. Das heißt, da bekommst du tatsächlich einen Bescheid und diese Zahl aus dem Bescheid, die kannst du hier jeweils eintragen. Was da natürlich noch zusätzlich relevant ist, der Hebesatz deiner Gemeinde. Der ist immer ein bisschen unterschiedlich in Deutschland. Das heißt, Gewerbebetriebe zahlen in unterschiedlichen Orten und unterschiedlichen Gemeinden in Deutschland tatsächlich unterschiedlich hohe Gewerbesteuer. Und du kannst alles anrechnen bis zu einem Hebesatz von 400%. Wenn du einfach deine Gemeinde googelst und Gewerbesteuerhebesatz ergänzt, dann kannst du herausfinden, wie hoch dein Hebesatz ist. Also beispielsweise Berlin Gewerbesteuerhebesatz und so weiter. Dann findest du die Prozentsatz, den Hebesatz für deine Gemeinde und nur damit du es weißt, bis 400% wird quasi angerechnet. Also bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags kannst du in der Steuererklärung anrechnen. Wenn jetzt deine Gemeinde einen Hebesatz von 420% hast, weißt du, faktisch musst du nur diese 20% tatsächlich an Steuern bezahlen. Und dann gibt es die tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Gewerbesteuer, musst du dann hier jeweils eintragen. Und über diesen Weg und diese Angaben kommen dann die Informationen über deine Gewerbesteuerzahlung in deine Einkommensteuer und dadurch reduziert sich dann deine Einkommensteuer. Und das Ganze machst du dann für alle deine Gewerbetriebe, für deine gewerblichen Beteiligungen und so weiter. Und mit diesen Worten sind wir eigentlich durch diesen Bereich durch und können zum nächsten Schritt gehen. Und hier geht es um den sogenannten Veräußerungsgewinn. Das heißt, was musst du versteuern, wenn du dein Unternehmen verkaufst? Das ist ehrlicherweise ein riesengroßes Thema. Gar nicht, weil es so besonders häufig vorkommt, weil so häufig kommt das nicht vor, dass man sein Unternehmen verkauft, sondern weil, wenn es passiert, geht es um sehr, sehr hohe Beträge. Ganz häufig in dem Leben von Selbstständigen und Unternehmern ist das der größte Geldbetrag, den man jemals in seinem Leben erhält. Das ist der Verkauf seines Unternehmens. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es einen eindringlichen Appell von mir. Mach das nicht ohne einen Steuerberater.
Ich predige auf diesem Kanal relativ häufig, dass man auch ganz, ganz viel als Selbstständiger ohne Steuerberater machen kann. Ein Verkauf seines Unternehmens sollte man niemals ohne seinen Steuerberater machen. Einfach, weil man so wahnsinnig viele Dinge falsch machen kann oder ich will mal auch sagen, steuerlich ungünstig machen kann, was dann dazu führt, dass man ganz erheblich viel mehr Steuern zahlen muss. Und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen an dieser Stelle unbedingt dringender Appell, such den Steuerberater. Wenn du keinen Steuerberater hast, aber gerne einen hättest, dann schau mal in der Videobeschreibung vorbei, da findest du einen Fragebogen, das kannst du ausfüllen und dann helfe ich dir, ja, den richtigen Steuerberater für dich zu finden. Aber ein Veräußerungsgewinn entsteht tatsächlich nicht immer nur dann, wenn du dein Unternehmen veräußerst, sondern manchmal auch, wenn du einfach nur aufhörst mit deinem Gewerbebetrieb. Und zwar gibt es einen sogenannten Aufgabegewinn. Und das ist zumindest in den meisten Fällen ein bisschen einfacher. Ich habe dazu auch ein vertiefendes Video aufgenommen, das findest du einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Da bin ich das ganze Berechnungsschema einmal durchgegangen. Da haben wir das anhand eines Beispiels mal durchgerechnet, wie so ein Aufgabegewinn eigentlich entsteht. Der ist immer dann hoch, wenn du Anlagevermögen hast in deinem Betriebsvermögen. Also wenn du zum Beispiel ein Auto hast oder sogar eine Immobilie oder Unternehmensbeteiligung, wenn du die im Betriebsvermögen gehalten hast, dann kann die Aufgabe in deiner Selbstständigkeit tatsächlich auch zu einem Gewinn führen, der tatsächlich dann auch steuerpflichtig ist. Das heißt, auch dann, wenn du einfach nur mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, solltest du zumindest das Video aus der Videobeschreibung einmal anschauen, um zu wissen, ob du hier etwas eintragen musst. Und ich möchte jetzt nicht durch die einzelnen Fälle gehen, gerade weil ich dir wirklich dringend rate, das Ganze nicht ohne einen Steuerberater zu machen. Vielleicht nur zwei Felder, die wichtig sind, weil du jetzt vielleicht auch einen ganz einfachen Fall hast und weißt, dass die Aufgabe der Selbstständigkeit bei dir nochmal zum Ergebnis von 5.000 Euro geführt hat, dann solltest du natürlich wissen, wo du es einträgst. Und zwar ist das erste Feld einmal ein entscheidendes Feld für dich, und zwar hier geht es um den Veräußerungsgewinn, für die der Freibetrag nach § 16 Einkommensteuergesetz wegen dauernder Berufsunfähigkeit oder Vollendung des 55. Lebensjahres beantragt wird. Das ist nämlich die wichtige Information. Tatsächlich gibt es eine Steuererleichterung für Veräußerungserlöse, Veräußerungsgewinne und auch Aufgabegewinne, wenn du dauerhaft berufsunfähig bist oder mindestens 55 Jahre alt bist. Und wenn du das nicht hast, dann gehst du hier unten rein und zwar in Feld 47. Hier trägst du nämlich die Veräußerungsgewinne ein, für die du diesen Freibetrag nicht beantragen möchtest. Entweder weil du jünger bist, weil du ihn freiwillig nicht nehmen willst und so weiter. Und das sind ehrlicherweise auch die wichtigsten Felder, die du ausfüllst, wenn dein Fall relativ übersichtlich und einfach ist. Und alles andere, bitte, mein dringender Appell, da geht es wirklich teilweise um Hunderttausende und Millionen, relativ schnell, da lohnt es sich definitiv mal mit einem Steuerberater darüber zu sprechen und der hilft dir dann auch hier die richtigen Felder zu finden. Und damit kommen wir zum vierten Bereich und auch letzten Bereich. Also hier die Struktur, Sonstiges ist üblicherweise, wie es so bei Sonstiges ist, der letzte Bereich. Und hier kommen wir zu einer ganzen Reihe von Besonderheiten. Zum Beispiel hier zuzurechnendes Einkommen aus Organgesellschaften oder Anteile an Kapitalgesellschaften, die irgendwie übertragen worden sind, gewerbliche Tierzucht und Tierhaltung, gewerbliche Termingeschäfte oder Verluste aus Beteiligung, also REIT. Hier steht auch, was REIT bedeutet. Das sind Immobilien, Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, also Real Estate Investment Trust. Wenn das auf dich zutrifft, dann musst du hier noch Angaben machen und dann gibt es noch eine sogenannte Zinsschranke, Zinsaufwendungen und so weiter. Ich möchte jetzt nicht auf jedes Feld einzeln gehen, weil es wird dann super spezifisch und ehrlicherweise sagen dir die Überschriften schon, wenn du da so etwas hast, dann weißt du das in der Regel, wenn du Tierzüchter bist, dann musst du hier halt jeweils noch zusätzliche Informationen eintragen. Wenn du das alles aber nicht hast, wenn du einfach nur eine langweilige, normale, gewerbliche Tätigkeit hast, dann musst du hier sowieso gar nichts ausfüllen, dann lässt du das Ganze leer und hast dann tatsächlich die Anlage G schon erfolgreich ausgefüllt. Ich hoffe, dass ich dir mit meinen Anleitungen weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt auch noch die ganzen anderen Anlagen für deine Steuererklärung abgeben möchtest, dann schau unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Und wenn ich irgendwelche wichtigen Fragen nicht beantwortet habe oder durch meine Erklärungen neue verursacht habe und du hast jetzt noch offene Fragen, dann schreib sie mir doch gern unten in die Kommentare und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Hilfe brauchst für deine Selbstständigkeit, du brauchst ein Rechnungsprogramm, ein Bankkonto, ein Buchhaltungsprogramm, Steuererklärungstool, einen Steuerberater, dann schau auch mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich dir alle meine Empfehlungen verlinkt. Ich packe dir den Link auch noch einmal hier hin und jetzt kannst du einfach direkt weitermachen mit den nächsten Tutorials oder anderen Videos, die wir veröffentlicht haben, zum Beispiel das hier oder das hier.